Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute spiele ich wieder Horse Riding Tales. Und ja, ich bin mit der Ellie am Start. Ja. Meine süße Ellie, die habe ich auch in der letzten Folge gefangen. Nicht mit Foxys Unterstützung, sondern mit einem Bug. Ich wollte, wie ihr wisst, ich wünsche mir ja, das Aquahorse oder halt den Wire Pegasus, aber mehr den Wire Pegasus. ja, weil ich kann einen Rainbow Dash nennen. Und das Aquahorse halt nenne ich dann Fluttershy. Und ja, ich habe auch schon einen Stall gebaut. Und ja, damit möchte ich jetzt auch noch mal kurz einen Stall bauen. Aber den überspringe ich nicht mit Diamanten. Ein extra Stall. Den überspringe ich jetzt mal nicht mit Diamanten, weil ich möchte, dass da das andere Horse da reinkommt. Weil es können ja nicht zwei Pferde auf einmal spawnen in Level 25, weil dort spawnen nur die Pegasusse. Heißt kleiner Tipp, eigentlich ist es so, meistens in Level 1 spawnen die Level 1 Pferde. In Level 7 spawnen die Level 7 Pferde und auch Epic Pferde. Und in Level 25 spawnen Epic Pferde, Level 7 Pferde, selten normale Pferde, also Level 1 Pferde und halt noch seltener, also meistens die Pegasusse. Und da habe ich auch meinen kleinen Schatz hier, ja, gefunden. Und ja, meistens kommen die echt früh. Das heißt, morgen früh um 6 Uhr, also 5.30 Uhr, werde ich es nochmal probieren. Und ja, hoffe ich dann einmal, dass ich von den beiden Schätzchen etwas finde. Ist mir egal, welcher von den zweien. Ich möchte auf jeden Fall einen. Und das ist meine Rainbow Dash. Ich will die dann. Und ja, Ellie steht halt neben Flower Dream. Flower Dream ist auch gerade happy. Ich habe gerade ein bisschen noch gezockt, habe sie happy gemacht, habe sie halt gewaschen und so. Ja, das kann jetzt etwas lange dauern. Warte, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 20.16 Uhr, gut bis 22 Uhr. Aber ja, ich gehe dann auch heute eher ins Bett, halt so 21 Uhr. Damit ich morgen früh aus den Federn komme. Ja, ich gehe dann hoch in mein Zimmer, zock da noch ein bisschen. Also ich zock da nicht. Also ich zock doch. Also mal schauen. Also ich gehe dann in mein Zimmer, weil ich sitze gerade in unserem Wohnzimmer. Ja, das kann jetzt echt lange dauern. Naja, so lange jetzt auch nicht. Wenn wir pennen, auch nicht mehr so lolle. Ich hoffe es, ne? Weil Fluttershy ist halt bei mir der blaue Pegasus. Das Aquahorse ist bei mir Fluttershy, wenn es kommt. Und der Wire Pegasus ist halt dann die Rainbow Dash, weil sie hat auch solche Flüge und deshalb wollte ich dann Rainbow Dash nennen. Blöd ist natürlich, der Wire Pegasus kommt seltener vor als das Aquahorse. Also bezweifle ich, dass ich an den Wire Pegasus, also dass ich ihn mir fangen kann. Weil ich glaube eher, dass ich mir das Aquahorse holen kann. Aber der Wire Pegasus wurde schon zweimal bei mir verlost. Aber da kannte ich den Bug noch nicht. Ja, das ist echt blöd. Und ja, ich möchte euch nochmal etwas sagen mit Flauten. Es soll bald ein neues Gebiet einkommen. Ich kann das nicht einblenden. Also hier soll das Gebiet lang mit Haustieren, auch wieder kommen die Perlen aufs Spiel. Und, also falls ihr nicht wisst, die Perlen da oben, ich habe nur davon eine. Weil ich, aber die Haare habe ich mir für 40 Perlen geholt, da musste ich schon ganz schön viel Arbeit reinstecken. Ja. Hier spawnt gleich ein neues Pferd. Ich hoffe, dass es ein Aquahorse ist. Also, wenn die Fluttershy gleich kommt, ich weiß es nicht. Was ich auch sehr blöd finde, dass da halt bei Next Horses, da links, dass da nicht steht, welches Pferd kommt. Weil sonst konnte ich mich genau nochmal drauf vorbereiten. Das ist mega praktisch.
Ja, halt die Orbs. Peace Pferd. Okay. Ich hol mir dich mal kurz. Wobei, es ist nicht so eine gute Idee. Nee, mache ich jetzt einfach mal nicht. Ja. Hep. Und ja, ich hoffe, die Fluttershy kommt noch. Oder noch ärger auf die Rainbow Dash. Also ich sage euch nochmal, es sollen bei dem Update ja halt Haustiere geben, Pumas, die kosten auch wieder 40 Perlen wie meine Haare. Und ja, halt, es sollen bei dem Gebiet, es soll eher auch ein neues Gebiet reinkommen. Diesen Juli noch oder nächsten, weil wir sind gerade im Juli, also hier soll das Gebiet reingehen. Und ja, dann soll es da halt richtig nice Sachen geben. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Auch da soll es eine Schule für Haustiere geben. Hat Foxy, also ich habe mit, also ich weiß, dass Foxy Adventures, also Horse Riding Tales, im August oder noch diesen Juli, halt wann sie es rausbringen, also wann sie es schaffen, diesen Juli entweder oder nächsten August ein Update kommt, da kommt das alles, was ich euch jetzt sage. Und ja. Fluttershy. Leute, ihr seht Fluttershy, ich mach's jetzt. Wir können uns Fluttershy holen, oh mein Gott. Das ist wieder so ein Moment der Wahrheit. Leute, ja, wir holen gerade ein. Guck mal, wie viel Geld. Wir tun sie in Stein. Oh mein Gott, Leute, das war gerade echt unerwartet. Oh mein Gott. Ich wollte mich beinahe verabschieden, ne? Und auf einmal steht so Fluttershy vor mir. Okay, ich nenne sie jetzt Fluttershy. Davor gehe ich mal zu ihr. Ich weiß, man kann auch auf den Stall tippen, mache ich aber gerade nicht. Oh mein Gott. Fluttershy. Ich hatte sie auch früher, aber jetzt habe ich sie, habe die aus Versehen verkauft. Oh mein Gott. Fluttershy. Fluttershy. Gut, damit verabschiede ich mich. Ups. Was ist Fluttershy? Fluttershy? Bist du noch hier? Fluttershy? Fluttershy? Warte, ich muss kurz den Raum wechseln, weil das ist gerade voll der miese Bug. Gut, ich habe Fluttershy. Nice. Oh mein Gott, jetzt weiß ich auch, wie man an die Pegasus rankommt. Oh nee, ne? Oh nee. Oh nee, jetzt ist sie weg. Fluttershy? Oh nee, jetzt ist die weg. Mann, jetzt ist. Kann ich die wenigstens für Geld holen? Nee, ne? Doch. Oh. Eins. Boah, jetzt muss ich die mir holen für Geld. Echt, ne? Das ist voll der miese Bug gewesen. Aber zum Glück konnte ich sie mir für Geld holen. Zum Glück habe ich so ein. Oh, wie süß das schläft. Wie tun ich jetzt in meinen Stall, meine Hübsche? Na los, flieg mich zu Fluttershy. Oh mein Gott. Leute, jetzt habe ich schon insgesamt, glaube ich, 4 Pegasusse. Und die habe ich mir. Also, ich habe 2 mir, also einen gekauft, ja. Fluttershy. Fluttershy. Oh mein Gott, ist die hübsch. Die ist echt mega hübsch. Wir hatten das Taumzeug auf. Ach du. Ach, du hast das Taumzeug. Du hast. So. Krieg das mal eine Fluttershy. Okay, Fluttershy ist bis jetzt mein Liebling. Bonne, ich hab. Hallo. Habe ich den neuen Sattel gecraftet? Ich brauche den
Pötel and Blue. Wir hatten den off. Achso, du. Okay, passt auch. OMG, wie haben sie einfach mal meine hübsche Fluttershy? Ja, mit meiner hübschen Fluttershy verabschiede ich mich auch von diesem Video. Das war's mit dem Video. Wir haben jetzt, wir haben auch Candy. Das ist Candy. Die sieht so ähnlich aus wie unsere Fluttershy. Du wirst mal Level 2, meine Hübsche. Und ja, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.